Sicher. Nehmen wir schon mal rein, zum Jahresanfang, souveräner Sieg heute Abend. Ja, ich sage, die ersten 20 Minuten waren sicher souverän. Zweites Drittel haben wir auch gut gespielt und ich sage, gegen Schluss, im letzten Drittel, haben wir ich sage, auf beiden Seiten ein bisschen die Fassung verloren. Also, da muss sich jeder an der Nase nehmen. Also, von uns, wir können nicht so fertig machen, auch wenn es 5-0 ist. Wir müssen durchziehen, den Match durchziehen, uns nicht provozieren lassen. Auch ich kann mich provozieren lassen, was dumm ist. Es ist langsam Playoff-Zeit, es fährt schon vor der Playoff an, kann man sagen. Ja, meine, es gehört dazu, Körperkontakt gehört dazu, ein bisschen, ja, man sagt Trash-Talk, ein bisschen, das gehört dazu, aber eben, zwischendurch geht es dann halt ein bisschen zu weit und ja, ich persönlich bin auch zu weit gegangen und das ist bestraft worden heute Abend. Ja. Mittwoch in Thun, ja. Wenn Sie es sehen, auch wieder eine Mannschaft an. Körperlich sehr stark spielt, wird das im gleichen Rhythmus jetzt weitergehen? Gleicher Rhythmus, ich sage, wir müssen physisch parat sein für den Match. Ich sage, sie spielen gutes Hockey, sie spielen hartes Hockey und auf das müssen wir gefasst sein. Wir müssen einfach, wenn ein Check kommt, müssen wir ihn fressen und ja, und herstehen. Viel Glück im Mittwoch und bis bald. Ja.